Hallo, mein Name ist Sommer von der SAPS Medienproduktion und heute geht es um einen nicht destruktiven Workflow in Photoshop mit einem 360-Grad-Foto. Nicht destruktiv heißt, dass ich alle Veränderungen, die ich mache, auch wieder zurücknehmen kann, weil sie auf verschiedenen Ebenen liegen, wie im normalen Photoshop-Dokument auch. Als erstes importiere ich ein Foto. Und zwar diesmal nicht über Datei öffnen, sondern wir gehen auf 3D, Kugelpanorama, Panorama importieren. Ich habe hier schon ein paar Fotos vorbereitet, die sind gestitcht, das heißt soweit zusammengefügt, dass wir sie als Panorama benutzen können. Ich wähle eins aus, öffne es und gebe meine Einstellungen ein. Und sage okay. Das ist unser 360-Grad-Foto und wir können uns mit dem Auswahlwerkzeug sofort in dem Bild hin und her bewegen. Hier unten befindet sich noch das Stativ. Das wollen wir als erstes herausstempeln. Dafür gehen wir als erstes auf die Ebenen. Der letzte Eintrag, das sind die Texturen und dort befindet sich die Fotoinformation. Doppelklick und es öffnet sich. Jetzt ist sowohl das Panorama als auch die Textur geöffnet. Als nächstes wollen wir eine neue Ebene erstellen. Dafür geht ihr hier runter auf Neue Ebene erstellen. Die erscheint dann über dem Hintergrund, also unserem normalen Foto. Diese werden wir auch gleich benennen. Stativ. Wichtig, die Ebene muss ausgewählt sein. Jetzt gehen wir zurück auf unser 360-Grad-Foto. Er speichert es kurz ab, was ich da gemacht habe. Und ich nehme mir den Clone-Stempel. Mit Alt suche ich mir eine Stelle aus, die geklont wird und stempel mein Stativ aus dem Bild. Wenn ich jetzt auf unsere Textur gehe, dann sehe ich, auf unserer Ebene ist jetzt unser Stativ weggestempelt. Was natürlich gut ist, weil ich kann es an- und abschalten. Ihr könnt es auch testen, indem ihr aufs Panorama geht. Mit V kommt ihr wieder in den normalen Modus. Es ist weg. Ihr geht hier hin, schaltet die Ebene ab, geht zurück, er speichert und unser Stativ ist wieder da. Gut, wir wollen es aber weg haben. Also weg. Das heißt, alle Veränderungen, die wir machen, machen wir hier in der Textur. Fast alle. Und dafür werden wir uns immer wieder neue Ebenen erstellen, um nicht destruktiv zu bleiben. Ich erstelle mir eine neue Ebene und diesmal will ich einen Text in das Foto setzen. Dafür gehe ich aber diesmal ins Panoramabild und suche mir eine Stelle, wo ich einen Text einfügen möchte. Zum Beispiel hier. Dafür gehe ich aufs Texttool. Text und sag, ich war heute im Schlosspark Sacro in Potsdam und kann jetzt unseren Text nehmen und dahin setzen, wo ich ihn hinhaben möchte. Da ist er gut, die Größe stimmt auch. Ich nehme mal das Auswahlwerkzeug, gehe jetzt auf die Panoramaebene und sehe, dass der Text natürlich noch nicht zusammengefügt ist. Um den Text jetzt ins Bild einzufügen, müssen wir Folgendes machen. Wir gehen auf unsere Textebene, sagen entweder STRG E oder wir gehen auf Ebene mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren. So, das haben wir jetzt gemacht. Er hat die jetzt zusammengemerged und wenn ich mich jetzt im Panoramabild bewege, ist unser Text auch da, wo er hin soll. Als nächstes gehen wir nochmal auf unsere Textur und können sehen, ich mache es mal ein bisschen größer, hier ist unser Text. Der liegt auch wieder auf einer Ebene. Ich kann ihn an- und abschalten. Als nächstes Beispiel möchte ich mit einer Einstellungsebene arbeiten, die Tonwertkorrektur. Dafür gehe ich jetzt mal hier runter. Und wähle die Tonwertkorrektur aus.
setze sie unter die Textebene, damit sie den Text nicht mit beeinflusst. Und mache als Beispiel jetzt eine extreme Aufhellung der Mitten. Dann gehe ich mal zurück ins Panoramabild und nach einem kurzen Augenblick zeigt sich die Einstellung in unserem Panorama. Ist mir aber zu viel. Ich gehe nochmal zurück auf unsere Textur, schalte das mal ab. Das war nur ein Beispiel. Wie ihr seht, könnt ihr wie in jedem anderen Photoshop-Dokument non-destruktiv mit Ebenen arbeiten. Damit ich später auch noch die Übersicht behalte, benenne ich die Ebene erstmal um. Das war der Text, also TXT. Und als nächstes erstelle ich mir eine neue Ebene. Die nenne ich Pinsel. Pinsel. Als nächstes wechsle ich ins Panoramabild. Wähle mir den Pinsel aus mit B wie Brush oder Pinsel. Oder ich gehe in die Werkzeugleiste. Habe eine rote Farbe und mal die Wand rot an. Wenn ich jetzt zurück in die Textur gehe, sehe ich, die rote Farbe liegt auf einer eigenen Ebene, Pinsel. Ich kann verschiedene Ebenenstile benutzen, weiches Licht zum Beispiel. Und jede Veränderung spiegelt sich im Panoramabild wieder. Ich gehe mal aufs Auswahlwerkzeug, damit ich mich in dem Panoramabild bewegen kann. Wie wir sehen, sind wir nicht destruktiv. Alles liegt auf einzelnen Ebenen, die ich an- und abschalten kann. Ich schalte mal die rote Farbe ab. Sie verschwindet im Panoramabild, der Text ist da, das Stativ ist weg. Wenn ich dann soweit fertig bin, kann ich das Bild, das Panorama exportieren. Dafür gehe ich nicht auf Datei speichern unter, sondern auf 3D, Kugelpanorama, Panorama exportieren, suche mir den geeigneten Speicherort und benenne das Bild. Ich gebe es mal als JPEG raus und Photoshop erstellt mir ein 360-Grad-Panoramabild. Noch ein, zwei Worte zu Photoshop. Die Bearbeitung in Photoshop ist gut. Die Bilder werden aber etwas unscharf oder milchig, matschig angezeigt, was mich anfangs sehr irritiert, vielleicht sogar frustriert hat. Dann habe ich nach 3D-Viewern für den PC gesucht, vielleicht habt ihr ja da eine Idee, und bin dann auf Cooler gekommen. Das hat irgendwer empfohlen und dort habe ich mir einen Account angelegt. Und kann jetzt dort die Bilder reinziehen und mir erstmal angucken und begutachten, wie die Qualität dann wirklich ist. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, da die Fotos wesentlich schärfer und besser angezeigt werden als in Photoshop. Und nicht nur überrascht, ich war auch sehr erfreut darüber, dass die Bilder doch besser aussahen, als ich dachte. Um das Foto später wirklich weiter bearbeiten zu können, geht ihr natürlich auf Speichern unter und speichert es als Photoshop-Datei. Das werde ich jetzt auch mal machen. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich mal auf Speichern unter und suche mir einen Ort und sage Schlosspark Final. Und speichert es. Und wenn ich irgendwann wieder an diesem Foto weiterarbeiten möchte, mit all meinen Einstellungen, kann ich das praktisch öffnen. Diesmal über Photoshop öffnen. Und habe hier Schlosspark Final. Und habe
immer noch unser 3D-Foto und kann es jetzt weiter bearbeiten. Dafür gehe ich natürlich dann wieder auf die Textur. Habe hier auch meine Ebenen behalten, kann immer noch alles an- und abschalten. Also habe ich eine Photoshop-Datei, mit der ich vernünftig weiterarbeiten kann, falls es nötig ist. Ich hoffe, es war lehrreich. Es hat dem einen oder anderen geholfen. Ein paar Worte in eigener Sache. Über nette Kommentare freut sich jeder, also auch ich. Falls es Fragen gibt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich probiere zu antworten, so gut es geht. Euer Zauma von ASAPES Medienproduktion.